Hier sehen wir die Vorbereitung für die Ofenwagen B- und Entladung, für die Ofenteile, Entschuldigung, für die Segmente zu beladen. Auskunft von Sir Thorsten Los Calvos. Könnt ihr direkt laden. Geht prima. Komm mal erst rein dran.
Ja, bitte. Ja, grüß dich, David. Ja. 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 Nochmal, wohin mit den Teilen? Bei den Kuhn in die Schlosserei, ja. Ja, kein Thema. Also ich fahre mit Auto und Hängern, was da hinten drauf ist. Pass auf, Lieferschein und sowas. Leg mir das in Auto. Ja, super. Weil ich fahre heute Abend zu bei mir zu Hause nochmal ein Schweißgerät einladen. Das braucht der Werner Müller. Das stelle ich dann noch ins Büro. Das ist mit dem Werner Müller geklärt. Und dann gucke ich mir das gerade nochmal an. Dann tue ich heute Abend schon die Autos tauschen, dass ich am Morgen keinen Zeitverlust habe. Bitte? Ach so. Na gut, na dann lassen wir ihn über Nacht da drin stehen. Da tauschen wir mal hier früh. Alles klar. Ja, kein Thema. Ja gut, geht in Ordnung. Ciao. Loading of city kiln element. This element got a weight of around about 4 tons. Shifting inside by aircraft system. Muss nochmal Licht holen. Problematik jetzt an der Schweißnaht ist der Luftverlust. Da an dieser Stelle ein 10 Meter Teil und ein 7,50 Meter Teil nur aneinander geheftet ist, zwecks besserem Handling. Jetzt sind wir drüber. Weitere Einfahrt. Containerlänge 12 Meter, Element ca. 3,80 Meter. Anschlag vorne, Luftzufuhr geschlossen, Leitung entlüftet, Kontrolle, ob die Pads frei liegen, sich leicht bewegen. Beide Pads sind frei, oder alle vier besser gesagt. Und geordneten Rückzug, ja. Feierabend. Drei Packen weniger zwei Packen ist? Null Packen. Ja. Ich geh noch mal in die Schule, Chef. Ist okay. Okay. Seid ihr gegönnt.
überall parken. So, hast du die Nummer aufgeschrieben? Nee, gefilmt. Kiln section number 24.